Auch danke von meiner Seite für die Einladung, da heute das unser FabLab vorzustellen und was wir mit diesem FabLab in Zukunft noch vorhaben. Und zum Ende meines Vortrags habe ich dann auch noch ein kleines Projekt mit, ein Forschungsprojekt bei uns, wo wir auch ein bisschen was anderes als der Mario Fallers gerade beschrieben hat mit Kühen, wir wollen das mit Maschinen machen. Aber das darf ich dann noch im Anschluss zeigen. Gut, also wer bin ich? Mein Name ist Matthias Friesnick, bin Universitätsassistent am Institut für Industriebetriebslehre und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Böhm, der vorne in der ersten Reihe auch sitzt, darf ich eben dieses FabLab betreuen und eben leiten am Institut und an der TU Graz. Vielleicht ganz kurz vorweg, weil wir heute schon über Makers und Labore gesprochen haben, wo kommt das eigentlich alles her? Also es gibt da in den USA ist das gestartet, da gibt es dieses Maker-Movement, das heißt einfach, das sind einfach Leute, die begeisterte Bastler sind, kommen in gewissen Einrichtungen zusammen und basteln da mehr oder weniger zusammen und oft kommt auch dann auch ein innovatives Produkt raus, wo man das dann auch auf den Markt bringen kann. Ja? Und da gibt es jetzt eigentlich, kann man da drei große Begriffe unterscheiden in diesem Bereich. Also das sind auf einen die Hackerspaces, gestartet vom Chaos Computer Club in Berlin 1996. Dann gibt es eben diese Fab Labs, die vom MIT gestartet wurden im Jahr 2002 von dem Professor dort, Neil Gershenfield, der die Idee gehabt hat, die Demokratisierung der Fertigung und die Demokratisierung der Produktion voranzutreiben. Und hat dort im Jahr 2002 seinen Studierenden einfach ein Labor frei zur Verfügung gestellt und die haben im Rahmen von Lehrveranstaltungen einfach dieses Labor verwenden dürfen. Und er hat sich dann am Ende angeschaut, was da eigentlich für interessante Produktinnovationen herausgekommen sind oder Produktideen herausgekommen sind. Und dieses Konzept hat dann eben weltweit auf Interesse gestoßen und mittlerweile gibt es 600 solche FabLabs weltweit, die alle eigentlich die gleichen Ausstattungen haben, großteils die gleichen Ausstattungen haben und vor allem hat ein zentrales Element einen. Das heißt, und dieses wäre eben, dass sie einmal in der Woche oder einmal in einem bestimmten Zeitraum einfach gratis zur Verfügung stehen sollen. Und genauso was haben wir eben auf der TU Graz gestartet, was ich eben dann noch in den Anschlussfolien zeigen möchte. Und dann gibt es eben noch auch eine kommerzialisierte Variante von diesen FabLabs. Die sind auch viel größer von der Fläche her und jetzt auch mit viel professionelleren Maschinen ausgestattet. Da gibt es diese Tech Shops, das ist eine US-amerikanische Firma, die jetzt mittlerweile 8 solche Einrichtungen in den USA eröffnet hat und eines jetzt in Europa in Paris. Und da geht es eigentlich darum, wie bei einem Fitnessstudio, meldet man sich da an, bekommt eine Mitgliedschaft und zahlt dann halt monatlich gewisse Beiträge, damit man diese Einrichtung dann gratis nutzen kann und alle Maschinen, die dort drinnen sind, dann gratis nutzen kann. Ja, das zusammengefasst kann man die drei Begriffe eigentlich unter diesem Makerspace-Begriff zusammenfassen, wo da quasi da so ein Sammelbegriff ist von Make-Magazin in den USA ins Leben gerufen. Gut, also schon angekündigt, wir in Graz haben 2014 gestartet mit unserem FabLab, zuerst einmal auf so relativ kleinen 40 Quadratmeter. Dieses Jahr sind wir dann auf 80 Quadratmeter gewachsen und wir waren eben, und da sind wir auch ganz stolz drauf, das erste FabLab an einer österreichischen Universität und mittlerweile sind jetzt eigentlich schon einige entstanden in Leoben, in Klagenfurt gibt es eins, in Wien und Salzburg und in Innsbruck. Ja, und unser Ziel ist es jetzt vor allem, dieses FabLab jetzt nicht nur, also jetzt nicht nur einfach als Reparaturwerkstätte zu sehen, sondern eben vor allem auch Startups oder junge Unternehmer zur Verfügung zu stellen und Studierenden zur Verfügung zu stellen, die Produktideen haben und diese realisieren wollen und halt sich zu Hause jetzt nicht wirklich die Möglichkeiten haben, so etwas zu machen. Ja. Und da unser zentraler Punkt ist eben, dass es eben einmal die Woche steht unser FabLab zur freien Verfügung. Also da kann man einfach zu uns in die Infeldgasse kommen und kann dort einfach die Maschinen verwenden, je nachdem, was man jetzt gerade für Idee hat. Also wenn man da zum Beispiel sieht, man kann da was bei uns einfach 3D drucken. Und da möchte ich auch gleich auf unseren Maschinenpark ein bisschen zu sprechen kommen. Also wir haben in der ersten Reihe sehen Sie nur 3D-Drucker.
Also wir haben da zwei unterschiedliche Drucktechniken derzeit. Das sind diese FDM-Verfahren, wo man halt einen Kunststoffdraht im Kopf aufschmilzt und dann Schicht für Schicht quasi sein Modell entsteht und Schicht für Schicht sein Modell gedruckt wird. Die dritte Maschine, die Orange, das ist ein anderes Druckverfahren. Das ist ein Stereolithografie-Druckverfahren, hat den Vorteil, dass man sehr viel feiner auflösen kann als jetzt mit dem normalen, gewöhnlichen FDM-Verfahren. Man kann da bis zu 0,01 mm Schichtstärke einstellen, also da kann man sehr, sehr schöne und sehr feine Strukturen bauen. Ganz auf der rechten Seite auch oben, dieses Aluminiumgerät ist auch ein 3D-Drucker. Das Spannende bei diesem Gerät ist, dass man da jetzt Faserverbundwerkstoffe drucken kann. Also man kann da jetzt baut jetzt quasi eine Standard-Plastikstruktur, also mit einem Plastikmaterial, Nylonmaterial auf und kann dann eben Glasfasern oder Kevlarfasern und Carbonfasern einlegen, sodass man jetzt, für mich jetzt als Maschinenbauer immer interessant, sehr belastbare Bauteile drucken kann. Also man kann dort Zahnräder zum Beispiel drucken mit dieser Maschine. Weiter unten sehen Sie noch unsere restlichen FabLab-Maschinen, also das wäre jetzt ganz links unsere beliebteste Maschine, eine Laserschneid- und Graviermaschine. Also kann man aus Kunststoffe oder Holze oder anderem Material Sachen ausschneiden, die dann zusammenkleben und vor allem jetzt bei Architekturstudenten interessant, die bauen daraus ihre Schichtmodelle oder Gebäudemodelle. Wir haben zum Beispiel auch schon ganze Maschinengehäuse einfach aus Karton einmal gebaut, nur dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie das einmal ausschauen könnte. Dann haben wir noch zwei CNC-Fräsen, wo man auch sehr einfach aus Holz und wieder Kunststoffe Modelle herstellen kann, die man dann auch verwenden kann. Dann gibt es noch so ein Folienschneidgerät und natürlich haben wir auch einen kleinen Elektronikarbeitsplatz mit der Standardausstattung, so dass man jetzt, weil es gibt kaum noch Produkte, muss ich sagen, ja, was jetzt nur Hardware drinnen ist, also nur mechanische Komponenten, sondern wo halt auch Elektronikkomponenten drinnen sind und deswegen gibt es eben bei uns auch Elektronikarbeitsplätze und so ein Little Bit System, das ist dann so magnetische Elektronikbauteile, die man einfach zusammenknüpfen kann und dann sieht man gleich, kann man ganz schnell einen Schaltkreis aufbauen. Also sehr viele Maschinen, um im Rapid Prototyping wirklich auch machen zu können. Nur so ein kleiner Teaser, also wir haben auch eine Lehrveranstaltung, also wir haben auch mehrere Lehrveranstaltungen, muss ich sagen, in diesem Labor natürlich und eines davon ist immer unsere neue Design Thinking und Rapid Prototyping Lehrveranstaltung, da geht es eben darum, dass eine Woche lang die Studierenden quasi ziemlich frei in unserem FabLab eigentlich arbeiten können, die Maschinen unlimitiert benutzen können und das einzige Ziel ist es, dass ein ferngesteuertes Auto, wie man da hier auf dem Bild ganz gut sieht, einfach rauskommt. Also wir stellen ihnen quasi ein Arduino zur Verfügung, ein Motorschild und ein Akku-Pack mehr oder weniger und dann Bluetooth-Transceiver und dann verbindet sich am Ende dieser Lehrveranstaltung das Auto mit dem Smartphone und die Studierenden machen ein kleines Wettrennen und wer das schnellste Auto hat, kriegt die beste Note. Mehr oder weniger, ja. Und ja, das, wie gesagt, also das ist ein 5-Tage-Intensivkurs, wo es eben darum geht, mit den Maschinen spielerisch umzugehen. Ja, wir am FabLab Graz haben natürlich auch diverse andere Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten. Der Kollege Thomas Böhm und ich schreiben ja unsere Dissertation in diesem Gebiet und dann haben wir zusätzlich sehr viele andere Abschlussarbeiten, wo eben spezifische Technologien, zum Beispiel haben wir eine Arbeit, wo es jetzt darum geht, einen Kubikmeter großen 3D-Drucker zu entwickeln und eben andere Arbeiten, wo eben eine Open-Source-Geräte bzw. Bauteileautomat entwickelt werden soll. Ja. Und auf eines möchte ich dann in späterer Folge noch zu sprechen kommen, das ist im Prinzip dieses Sensorsystem, wo einfach wir daran streben, unser FabLab etwas smarter zu machen. Ganz kurz, weil ich es schon angeteasert habe am Anfang, was haben wir eigentlich noch vor? Wir werden nächstes Jahr eröffnen, quasi unser FabLab neu.
Das wird dann eine Einrichtung auf 800 Quadratmeter sein. Das Gebäude, wo wir derzeit sind, das ist in der Infeldgasse 11, wird eben um ein Stockwerk aufgestockt, um das Weiße. Und das wird dann quasi ein großes FabLab sein, wo halt nicht nur diese kleineren Maschinen drinnen sein werden, die ich gerade gezeigt habe, sondern eben auch andere Bereiche sein werden. Also wir werden einen größeren Multifunktionsveranstaltungsraum haben, werden eben eine große Küche haben, wo man quasi sich austauschen kann und zusammen Kaffee trinken kann und eben auch Bereiche, wo Besprechungen abgehalten werden können, beziehungsweise wo dann die ganzen Maschinen auch stehen werden. Also diverse 3D-Drucker mit unterschiedlichen Druckverfahren, Lasercutter und dergleichen. Jetzt ganz kurz noch zu dem Projekt, was ich vorher angekündigt habe. Everyone loves 3D-Printers. They enable you to create great real products at home, quickly and cheap. However, they often fail. This is because they are simple and stupid machines. A 3D printer only provides a one-way interaction, human to computer to machine. It is unaware of outside influences like other machines, people, and its environment. But what if the machine could react to outside influences? What if it gave instant feedback to the computer and users? We have implemented the latest sensor technology in the 3D printer and its environment. We gathered a huge amount of data. Big data tools enable us to move towards smart production. Our vision is to make 3D printers smart. Also ich habe es ganz kurz eh schon angekündigt. Also unsere Idee ist es, weil wir derzeit große Probleme haben, wenn wir unser FabLab jetzt quasi öffentlich nutzbar haben an den Donnerstagen, dass immer wieder vorkommen kann, dass Maschinen kaputt gehen. Ja? Und natürlich wollen wir jetzt nicht die Personen, die quasi die Einrichtung benutzen, dafür belangen, wenn jetzt die Maschine irgendeinen Fehler macht und deswegen kaputt geht. Vor allem jetzt im Bereich 3D-Druck kommt das eben sehr häufig derzeit noch vor. Und wir haben letztes Jahr eben damit gestartet, auch in Kooperation mit dem NoCenter der TU Graz, ein Projekt, wo wir eben quasi Sensoren in unsere Maschinen im FabLab einbauen und dort eben Daten messen. Und dieses Projekt möchte ich ganz kurz in den nächsten 5 Minuten noch vorstellen. Also das Ziel ist im Prinzip, wie man da in dem Video-Teaser schon gehört hat, dass quasi die Maschinen quasi, derzeit quasi schaltet man einen 3D-Drucker ja ein und man hofft mehr oder weniger, dass es in 2-3 Stunden oder noch länger dann das fertige Produkt herauskommt und das wirklich so ist, wie man das gezeichnet hat. Ja? Und derzeit fehlt dem noch quasi irgendwie diese Rückmeldung oder zumindest irgendwelche Alarme, so wie bei den Kühen, dass man quasi dann weiß, okay, da gibt es ja ein Problem oder nicht. Und das wollen wir quasi im Rahmen dieses Forschungsprojekts eben entgegentreten. Wie schaut das jetzt im Detail aus? Derzeit arbeiten wir da mit der IBM Bluemix-Lösung zusammen, wo wir quasi unsere Daten speichern und unsere Daten hinmelden. Aber wenn man das jetzt von unten startet, einmal beim FabLab-User auf meiner Seite da. Also es ist im Prinzip so, man kommt zu uns mit seinem USB-Stick und hat dort sein dreidimensionales STL-File drauf. Dann wird es quasi umgesetzt in eine Maschinensteuerung, mit der der Drucker dann umgehen kann. Und dann druckt er. Und unsere Idee ist eben, da zusätzlich an diesen Drucker oder den Drucker mit einem Sensorsystem zu verbinden, Temperatursensoren, Lichtsensoren, Lagesensoren und dergleichen. Und diese Sensoren sind quasi mit einem Arduino dann verbunden. In unserem Fall ist es derzeit ein Arduino Mega mit einem Ethernet-Shield drauf, der dann direkt in diese Bluemix-Lösung alle Sekunden oder noch schneller die Daten funkt quasi. Unstrukturiert. Und wir verarbeiten sie dann, also das Ziel dieses Projektes ist es dann, die Daten in dieser Bluemix-Lösung zu verarbeiten, sodass man auf der einen Seite so ein Terminal bekommt, wo man sieht, wo man quasi den Zustand seines 3D-Druckers sieht, welche Sensoren haben welche Werte und eben auf der anderen Seite, was viel spannender noch ist, den Benutzer auf sein Smartphone oder auf seine E-Mail-Adresse, wie auch immer, eine Rückmeldung gibt, wie der derzeitige Status
dieses Druckes ist oder ob es ein Problem auftritt oder ob der Druck einfach fertig ist, weil dann braucht man nicht ewig warten, sondern kann man quasi nach Hause gehen und dann kriegt man auf einmal ein SMS oder ein E-Mail, dein Druck ist jetzt abzuholen bei uns. Und das ist quasi das große Ganze, was wir immer erreichen wollen. Und vor allem ist für uns dann auch noch interessant, wenn man quasi mit diesen Plumix-Lösung dann kommunizieren kann als Nutzer, dass man quasi sagt, okay, der Druck ist jetzt quasi fertig oder zum Beispiel der Druck ist, wird jetzt abgebrochen, was soll dann quasi geschehen? Oder auf der anderen Seite auch, was wir auch implementieren wollen, ist, dass wenn gewisse Sensoren gewisse Grenzwerte jetzt überschreiten, dass dann quasi die Maschine automatisch nachgeregelt wird. Zum Beispiel beim Fall 3D-Drucker jetzt das Heizbett zum Beispiel erhöht wird, wenn der Druck anfängt, sich abzulösen zum Beispiel. Gut, wo stehen wir derzeit? Also wir haben es derzeit eben geschafft, nach einer ersten Feasibility Study, haben wir es derzeit geschafft, dass wir gezeigt haben, okay, wir können derzeit seine Cockpit pro Maschine eben anschauen, wo man eben die unterschiedlichen Sensoren drauf hat und die unterschiedlichen Messwerte hat. Wir bekommen eben live Auswertung von unseren Maschinen, wenn sie laufen im FabLab, in einer Webseite. Und außerdem haben es wir schon geschafft, dass wir über diese Plumix-Lösung auch automatisierte Nachrichten versenden können und eben auch quasi zurückmelden können. In unserem Fall können wir jetzt noch keine Maschine steuern, aber derzeit können wir mal das Licht ein- und ausschalten. Also die ersten Schritte sind getan in diesem Forschungsprojekt. Und was ich eben schon vorher angekündigt habe, wo wollen wir eigentlich hin? Also wir haben zum Beispiel bei unserer Laserschneidmaschine letztes Jahr eben bemerkt, dass es eben, da gibt es eben so ein instationäres Absaugsystem bei dieser Laserschneidmaschine und wenn Sensoren natürlich gewisse Grenzwerte unterschreiten, dann sollte irgendwie eine Aktion passieren. Und derzeit ist es ein bisschen so, dass es keine Sensoren gibt, dass quasi einfach, wenn der Benutzer merkt, dass der Rauch nicht mehr aus der Maschine quasi gut abgezogen wird, ja, dann bemerkt man, okay, wir sollten einen neuen Filter bestellen und den jetzt tauschen anfangen. Und das ist eben ein Use Case von diesem System, den wir uns erwarten, quasi, dass man dann schon im Vorhinein erkennt, Achtung, der Filter wird jetzt in einen Tag, zwei Tag komplett verlegt sein, bitte einer nachbestellen. Das ist jetzt einfach, um uns auch zu erleichtern, um den FabLab-Benutzern zu erleichtern, ein FabLab zu betreiben. Auf der anderen Seite, was ich schon vorher angekündigt habe, sollen die Maschinen Rückmeldungen geben, Status-Updates, wie der Druck derzeit gerade steht, den Benutzern unseres FabLabs. Und drittens wollen wir auch den Benutzern des FabLabs den Service bieten, dass man genau sieht auf unserer Website oder genau weiß, okay, jetzt ist quasi dieser Druck fertig oder jetzt ist gerade diese Maschine frei und so viele Leute sind gerade derzeit im FabLab, um uns den Service in unserem FabLab zu verbessern. Und das Ganze ist eben nicht nur für das FabLab Graz gedacht, sondern wir haben eben den Gedanken, dass wir das quasi alles Open Source anbieten wollen in weiterer Folge und wir setzen eben auch derzeit nur auf günstige auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Hardware, die auch selber im Open Source zu verwenden ist, um quasi das Projekt dann allen anderen FabLabs in diesem Netzwerk weltweit anbieten zu können, also allen anderen 600 FabLabs. Ja, wir haben auch quasi auf mehr Informationen dann auf unserer Webseite fablab.theograz oder wir können dann nachher auch gerne noch drüber sprechen. Gut, das ist schon meine letzte Folie. Also abschließend möchte ich Sie einfach nur mal motivieren, wenn Sie Interesse haben zum 3D-Drucken oder irgendwas einmal zu machen oder zu bauen, dann können Sie gerne jeden Donnerstag bei uns vorbeikommen und einmal unsere Maschinen testen und schauen, wie gerade unser Status auch dieses Sensorsystemprojektes ist und was ich eben vorher schon angekündigt habe, wir werden sehr stark vergrößern nächstes Jahr und werden eben dieses 800 Quadratmeter große FabLab eröffnen und ich freue mich, wenn wir dann gemeinsam irgendein Projekt einmal machen können. Danke.
Ja, mich würde interessieren, was kostet eigentlich so ein Lasercutter zum einen? Und die zweite Frage wäre, gibt es eigentlich in Graz neben dem FabLab auch kommerzielle Anbieter? Also sollte man jetzt sozusagen am Donnerstag da mal nicht drankommen und irgendwas dringend produzieren? Also eine Lasercutter ist eine relativ kostspielige Angelegenheit. Es gibt, Sie können natürlich auch Importe aus Fernost jetzt kaufen, dann sind Sie bei 5.000 Euro ungefähr in dem Preissegment. Ich habe selber keine Erfahrung damit, habe aber nicht unbedingt das Beste davon gehört, von den Maschinen. Unser Lasercutter ist so bei, sage ich jetzt einmal, ungefähr 30.000 Euro. In diesem Preisrange und es gibt auch natürlich teurere und größere. Umso größer, umso teurer werden sie. Es gibt kommerzielle Anbieter, die können wir dann gern, möchte ich jetzt dann nicht für Publikum vielleicht nennen. Es gibt einige, wo sie auch quasi Lasercut-Lohnfertigung machen können. Das heißt, sie schicken einfach den Pfeil hin und bekommen dann die fertige Datei. Bei uns ist es ja eigentlich so, wir sehen uns jetzt nicht als Lohnfertiger. Bei uns muss man ja das selber machen. Ich würde ganz gerne nur zum, es gibt den Makerspace, dort gibt es auch einen Lasercutter und das ist ein Verein. Dort kann man über einen Vereinsbeitrag kann man auch 3D-Drucker bzw. Lasercutter entsprechend nutzen. Ich wollte eigentlich nur dir sagen, Bluemix hat Ethereum integriert. Und das ist ein klassischer Use Case, was du irgendwie geschildert hast, nämlich das Nachbestellen von Ersatzteilen und vom Verbrauchsmaterial. Das heißt, du kannst sowas komplett über die Blockchain abbilden. Also über die Sensoren wird das Arduino-Board mit Daten versorgt und das Arduino sendet über MQTT zum zentralen Broker die Daten. Dazu zwei Fragen. Wie haben Sie das verwirklicht, dass Sie vom Broker wieder zum Arduino-Board die Kommunikation aufbauen, um beim 3D-Drucker die Beleuchtung zu machen? Das war die erste Frage. Die zweite, warum haben Sie MQTT genommen? Ich habe fast gedacht, dass diese Frage kommt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht überfragt. Ja. Also als erste Frage, was machen wir derzeit? Derzeit sind wir noch nicht so weit, dass wir den 3D-Drucker direkt steuern können. Wir haben derzeit das nur realisiert, dass wir wieder über MQTT den Arduino ansprechen können und der ein Relay ein- und ausschaltet. Also ziemlich am Anfang sind wir da noch. Warum wir MQTT genommen haben, kann ich leider nicht beantworten. Wahrscheinlich war IBM, also warum verwenden wir eigentlich Bluemix? Also ich bin jetzt da überhaupt kein IBM-Vertreter oder so, sondern Bluemix und IBM hat uns einfach das angeboten, ob wir mit ihrer Lösung einfach einmal ein System basteln wollen. Ja. Derzeit läuft eben auch eine andere Masterarbeit, vor allem jetzt am NoCenter, wo man quasi sagt, okay, ist die IBM Bluemix-Lösung jetzt die richtige oder entwickeln wir uns da was Eigenes oder verwenden was anderes? Warum genau MQTT kann ich aber leider nicht beantworten. Ich habe das Sensor-Thema relativ interessant gefunden und ihr habt gesagt, ihr arbeitet da viel mit Open Source und an Open Source. An welche Projekte arbeitet ihr da oder was habt ihr da in dem Bereich? Tut ihr da contributen zu irgendwas oder nutzt ihr da bestimmte Open Source Sachen? Auf der einen Seite nutzen wir derzeit vor allem, auf der anderen Seite haben wir auch schon einen GitHub-Channel zu dem Thema eingerichtet und wollen eben auf unserer Webseite quasi eine gewisse Community etablieren, wo man sich über dieses Thema eben austauschen kann, dass wir quasi, wir haben auch nicht den Weisheitsletzter Schluss jetzt bei diesem Sensorsystem, wo wir dann quasi einfach unsere Sachen einfach in die Community geben, um dann wieder was zurückzubekommen. Ja. Also das ist quasi das Projekt. So wie es da jetzt aufskizziert hat, ist derzeit der Status. Es wird gerade derzeit weiterentwickelt. Was wir eben von der Open Source Community jetzt nutzen, was eben so etwas Ähnliches schon gibt für 3D-Drucker, ist eben, habe ich auf meiner letzten Folie kurz drauf gehabt, ist eben das Thema Octoprint. Das ist eine Open Source Software, um 3D-Drucker zu betreiben. Das wäre vielleicht für Sie dann interessant.